So, bevor wir jetzt hier ein Mittagsschläfchen machen, müssen wir den ganzen Raum nach Spinnen abchecken. Ich möchte nämlich nicht, dass ich von einer Spinne gebissen werde. Ich hasse Spinnen. Lami, kommst du bitte runter? Hilf deiner Oma beim Einkauf reintragen. Oh Mann, ey, darauf habe ich jetzt wirklich gar keine Lust. Warum muss ich das immer machen, Opa? Ich meine, du bist doch auch stark genug, oder nicht? Du musst deiner armen Oma helfen. Jetzt schau dir das mal an, wie sie schon rumschleppt. Oh Mann, ey. Oh, da bist du ja, Oma. Oh, das sind aber große Tüten. Ach, Lami, das passt schon. Ich schaff das schon alleine. Nein, 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 ist schon gut. Dann helfe ich dir schon. Aber immer meckert Opa mich an, ey. Das mag ich gar nicht. Hey, du kleiner Frechdachs, das habe ich gehört. Bla, bla, bla. Dann wollen wir mal so. Ich glaube, das sollte hier sein. So, und dann... Wow, das ist eine wirklich schwere Tüte. Wow, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Oh, das sieht aber schwer aus. Hey, kleiner Junge, soll ich dir vielleicht helfen? Was, das würdest du wirklich machen? Das wär echt toll. Die Tüte ist echt mega schwer, ey. Alles klar, dann lass mir dir helfen. Denkst du, mach das alleine, du Schwächling. Hä? Was sollte das denn? Hey, die war ja mal mega gemein. Oh, was passiert denn da vorne? Lass mich mal sehen. Hey du, gib mir all dein Geld sofort. Los, raus mit den Mäusen. Nein, bitte nicht. Hilf mir doch jemand. Niemand wird dir helfen. Ich bin reich. Hey, nein. Du Dieb, bleib stehen. Hey, du da. Kannst du mir helfen? Bitte lauf dem Dieb hinterher. Was? Ich soll dem hinterherlaufen? Alles klar, mach ich. Denkst du? Mach das alleine, du Schwächling. Tja. Naja, wie auch immer, und da bin ich. Schaut mal, ich habe die ganze Tüte mitgenommen. Na, seid ihr jetzt stolz auf mich? Lami, was sollte das? Warum hast du dem armen Mädchen nicht geholfen? Was? Aber die hat mir doch auch nicht geholfen. Was soll ich denn machen? Das ist ihre eigene Schuld. Lami, so haben wir dich nicht erzogen. Das ist gar nicht cool. Du solltest ihr helfen. Sie wurde einfach ausgeraubt und du hast nur zugeguckt. Aber, oh Mann, Opa, hast du nicht gehört, wie sie mich am Anfang getrollt hat? Nein, Lami, keine Widerworte. Du gehst jetzt in dein Zimmer. Du hast Hausarrest. Was? Warum habe ich denn Hausarrest, Opa? Das ist jetzt total unfair. Naja, wie soll ich sagen? Du warst gerade sehr frech zu dem Mädchen. Und so benimmt sich kein Gentleman. Ich erzähl dir jetzt was. Schau nur auf Leute herab, wenn du ihnen hochhilfst. Verstanden, Lami? Schau nur auf Leute herab, wenn du ihnen hochhilfst. Bla, bla, bla. Mann, Opa, ich will dich nicht mehr sehen. Dann gehe ich halt in mein Zimmer und habe Hausarrest, ey. Mann, ey, wie öde. Oh, endlich habe ich Schule aus. Ich möchte einfach nur nach Hause. Moment mal. Was ist denn da los? Die Polizei? Oh, oh. Wurde jemand umgefahren? Hey, kleiner Junge, das ist nichts für dich. Das ist ein sehr, sehr schlimmer Fall. Bitte geh nach Hause. Aber ich möchte einfach nur wissen... Nein, 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 nein. Geh bitte nach Hause. Ich möchte doch nur wissen... Oh, wer überfahren wurde. Opa? Opa, nein! Opa! Das ist mein Opa. Warum ist er hier auf dem Boden? Ist er tot? Oh, das tut mir wirklich leid für dich. Jemand hat ihn ausgeraubt und ihn umgefahren. Was? Wer macht denn sowas? Oh, habt ihr den Räuber auch geschnappt? Nein, er ist leider geflüchtet. Es tut uns so leid. Opa, nein! Wie soll denn jetzt meine Oma damit auch noch umgehen? Die hat doch sonst niemanden. Dein Opa verdient eine Beerdigung. Nein, Opa, ich konnte mich noch gar nicht verabschieden. Und das Letzte, was ich zu dem gesagt habe, ist, dass ich ihn nicht mehr sehen will. Warum nur, Opa? Du warst doch so ein guter Mann und dann war ich noch so blöd zu dir. Opa, was soll ich nur ohne dich machen? Ich hatte doch nur dich. Ich vermisse dich jetzt schon. Hey, Oma, kannst du mir vielleicht eine Minute mit Opa geben? Aber
Aber natürlich, Lami, nimm dir deine Zeit. Oh Mann, Opa, wie soll ich nur sagen? Es tut mir wirklich so leid, alles, was ich zu dir gesagt habe. Ich nimm's zurück. Und Opa, du hast recht. Schau nur auf Leute herab, wenn du ihnen hochhilfst. Opa, Mann, ich werde ein besserer Mensch. Ich verspreche es dir. Ich komme morgen wieder. Mann, ey, was ein blöder Tag. Das mag ich ja gar nicht, sowas. Oh, was war das denn? Das kam von da oben. Moment mal, ich, der neugierige Lami, bin auf einer geheimen Detektivmission. Und, wer ist da? Und erwischt! Hey, was machst du denn hier? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab bestimmt keine Experimente oder sowas gemacht. Aha, keine Experimente. Und was versteckst du da hinter deinem Rücken? Gar nichts, wirklich. Du musst mir glauben. Geh einfach weg, kleiner Junge. Was? Nein, ich gehe jetzt bestimmt nicht weg. Was ist das da? Nein, du musst verschwinden, das ist nichts für dich. Na los, zeig her. Au! Oh. Aua, was war das? Oh Mist, jetzt habe ich dir die Dosis von der Spritze gegeben. Damit will ich nichts zu tun haben. Ciao! Wow, was geht denn hier ab? Mir wird so schwindelig. Es ist Schulzeit. Wow, Alter. Was ist nur mit meinem Körper passiert? Wow, ich fühle mich auf einmal so stark und muskulös. Was ist denn gestern passiert? Ich kann mich irgendwie an nichts mehr erinnern. Und irgendwie fühle ich mich so voller Power. Ich könnte jetzt einen Rückwärtssalto machen. Wow! Alter Falter, ich muss jetzt sofort in die Schule rennen. Leute, guckt euch das mal an. Meine Muckis sind so fett, ey. Wartet mal, ich könnte doch bestimmt hier vom Dach runterspringen, ohne dass ich mich verletze. Hä? Was ist denn da los? Gib mir sofort meine Tasche wieder. Ich werde ausgeraubt. Hilfe! Was? Da wird schon wieder jemand ausgeraubt. Oh, ich bin schon unterwegs. Hey, Dieb, bleib stehen. Ich werde dich bekommen. Das kann nicht wahr sein, ey. Warum werden denn hier so viele ausgeraubt? Ich werde dich bekommen. Und Turbo, bleib stehen. Und ich hab dich. Ha, du kleiner Bandit. Da habe ich dich wohl. Aua. Nein, bitte nicht. Bitte nicht wehtun. Hier, du bekommst das Geld zurück. Aber bitte verletz mich nicht. Ach, keine Sorge. Jeder Mensch verdient eine zweite Chance. Und mein Opa hat mir eins gesagt. Schau nur auf Leute herab, wenn du ihnen hochhilfst. Also steh auf, mein Großer. Und dann ist alles geklärt. Schau nur auf Leute herab, wenn du ihnen hochhilfst. Das hat mir noch letztens so ein Opa gesagt. Den habe ich dann einfach erschossen. Moment mal, das warst du? Ja, war das etwa dein Opa? Jetzt erinnere ich mich. Er hatte genau die gleichen Augen wie du. Jetzt schicke ich dich erstmal zu ihm in die Hölle. Nimm das! Au, was sollte das denn? Tja, du Kleinkrimineller. Wer nicht hören will, muss halt fühlen. Und du kommst jetzt genau dahin, wo du auch hingehörst. Und zwar ins Gefängnis. Oh, da ist die Polizei ja schon. Hey, Lami, das hast du gut gemacht. Du bist echt ein Held. Ja, in der Tat. Du bist ein Superheld, Lami. Du bist mein Held. Was? Ein Superheld, sagt ihr? Wow, das klingt echt cool. Das war ja mal ein heldenhafter Tag. Aber Freunde, falls euch das coole Brookhaven Roleplay Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und wenn ihr noch eine Idee habt, was wir in Brookhaven für ein Roleplay Video machen sollen, dann ab damit in die Kommentare, schreibt eure Ideen, wie gesagt, in die Kommentare. Und Freunde, jetzt könnt ihr links und rechts die letzten Videos von mir abchecken, die sind auch noch mega, mega cool geworden, also falls ihr die noch nicht gesehen habt, dann unbedingt abchecken. Aber Freunde, ansonsten sehen wir uns morgen bei einem neuen Video wieder. Und ciao!